Und damit, hallo und herzlich willkommen zur... Die Folgennummer ist nicht richtig. Das müsste die 95 sein. Ich hoffe, ich bin richtig. Die 95. Folge des Gothic 3, die Götterdämmerung Add-on Let's Plays, wo wir... Ich bin außer Atem. Warum ist er außer Atem? Naja... Ja... wo wir weiterhin nach Weizensäcken suchen. Und zwar für... Name weg. Achso, für Lee. Für den, der Typen, der da vorstand. Wie heißt er denn? Theodor. 18... Oh meine Güte, was ist denn los? Säcke haben wir schon, noch zwei fehlen. Und wir haben keine Ahnung, wo wir die kriegen. Jetzt gucke ich nach. Bei den ganzen Vendoren, die in dieser Stadt rumstehen, ob da vielleicht einer dabei ist, den ich übersehen habe. Danach werde ich die Vendoren in Gotha und Faring nochmal abklappern, auch wenn ich nicht glaube, dass einer von denen noch Weizensäcke hat, aber vielleicht habe ich ja Glück. Es ist leider so, dass die Weizensacksuche sich als äußerst nervig herausgestellt hat im Nachgang jetzt. Aber gut, was willst du machen? So, ich bin der Meinung, ich habe hier schon mal nachgeguckt, wie gesagt. Ich werde mich ausruhen. Bei allen relevanten Händlern, die mir eingefallen sind. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Du hast doch sicher noch was. Aber siehst du nicht, dass wir reden, Mora? So hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Bup, bup, bup. Du musst weiter. Verschwinde. Los, besch... Ich kann mich sehr stark daran erinnern, dass wir das hier abgesucht haben. Wirklich sehr, sehr stark. Das ist ja... Ich ruhe mich ein wenig aus. Ich bin mir sicher, du hast... Schon ein massives Flashback, was ich hier gerade habe. Und ich glaube, bei denen hatte ich sogar Weizensäcke gekauft, zwei Stück. Ja. Ja, die Dinger suchen wir. Wenn sie lootbar wären. War jetzt noch irgendwo hier ein Händler? Ich weiß, das waren die wichtigsten Händler, waren das schon. Was willst du? Ich nehme das maximal noch. Hier hinten habe ich nicht gesucht, aber. Ich brauche Ruhe. Hier waren auch nicht zwangsweise Händler, wenn. Dann war hier die Arena zum Kämpfen, was ich nicht gemacht hätte, oder ich hatte. Du hast noch alles gemacht? Oh Mann, was ist denn los heute? Na gut, okay. Was heißt, was ist los? Es ist 3.30 Uhr, da darf man auch mal müde sein. Die Let's Play-Folge. Ich brauche Ruhe. Ja, ich werde mich auf dem letzten Drücker ist etwas falsch ausgedrückt, aber... Tun, da bin ich mir sicher. Ich sag mal so, ob ich jetzt pennen gehe und die Folge morgen früh aufnehme und müde bin oder jetzt aufnehme und morgen früh einfach so schlafe, wie ich Bock hab. Früh vor allen Dingen. Früh, ich muss 15 Uhr los auf Arbeit. Da kann man aber nachts um 4 noch wach sein, oder? Ich kann man. Ruhe, du hast doch sicher noch was zu erledigen. Ach, dann hatte ich mir in meinem Let's Play-Plan ja gesagt. Ruhe. Ich nehme mindestens 2 Folgen jeden Tag auf. Dann ist der Rest egal. Und ja, die müssen jetzt hier halt mal noch drankommen. Hier ist auf jeden Fall kein Händler, so wie das aussieht. Ich werde mich ausruhen. Und ich bin auch der Meinung, ich hatte hier mit allen gequatscht. Also, ah, sicher bin ich mir nicht. Aber wir rennen jetzt nach Gotha und gucken dort nochmal. Vielleicht wurden ja in der Mühle jetzt ein paar Weizensäcke wieder hingelegt und wir haben auf einmal ganz viel Glück. Wo komme ich denn hier raus? Komme ich hier raus? Ja, komme ich, sehr gut. Musik hat heute. Ich werde mich ausruhen. Ich möchte nicht sagen Highlights. Ein sehr interessantes Eigenleben, das trifft es gut. Guckt euch mal an, wie viele Weizensäcke hier rumliegen. Und keiner davon ist lootbar. Was ist denn los? Da oben dürften auch nichts Besonderes sein. Ja, doch, schon, aber. Ach. Ist jetzt auch nicht so wichtig, wenn ich es nicht habe. Ich will die Weizensäcke und nicht irgendwas anderes.
Aber die Musik war wahrscheinlich halt etwas auch überfordert, weil ich ja gerade von Stadt auf Zwischengebiet auf richtiges Gebiet gewechselt bin. Also, da war das jetzt mal, ich sag mal, in Ordnung. Nicht okay, aber ja, es kann ja mal passieren, ne? Es hat eigentlich nur ein vernünftiger Fade gefehlt, dann wäre das schon gut gewesen. So. Hier hatte ich Weizensäcke geludet. Es ist keiner mehr da. Ach ja. Lass mich in Ruhe. Auch kein Händler. Ja, war noch ein Händler, wenn es noch einer ist. Hier unten. Aber ich glaube, das ist jetzt keiner mehr. Der Punkt ist halt auch, ich habe immer noch nie nachgeguckt, ob man Weizensäcke irgendwo kaufen kann. Und ich weiß auch nicht, ob ich Weizensäcke irgendwo verkauft habe. Erstmal Pause machen. Also, ja, hier sind keine. Ist. Na. Wie bereits erwähnt, es ist einfach nicht schön, was hier passiert ist. Jetzt mit den Weizensäcken. Und es kann auch sein, dass ich tausende von Male an diesen Weizensäcken vorbeigerannt bin. Du hast doch sicher und sie einfach nur hätte sehen müssen, aber. Ja. Ich will keinen Ärger haben. Man kann von mir halt auch nur Sachen verlangen, die ich hinbekomme. Ich ruhe mich ein wenig aus. Und ja. Ich kann mir keine Weizensäcke aus den Rippen zaubern, wenn ich keine Weizensäcke habe. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Kümmer dich besser um deinen Kram. Und nochmal nach hier oben. Was willst du? Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Hinten habe ich auch noch nicht wieder geguckt. Oder hatte ich damals hingeguckt? Ich weiß es nicht. Pass auf dich auf. Wir schauen einfach. Es ist auf jeden Fall kein Weizensack hier. Hier steht nichts Neues. Ach, da war ich doch schon mal hier dran. Hier steht nichts Neues. Ich weiß, dass ich genau in diesem Puls hier überall war. Wir passen auf. Du bist ja immer noch hier. Denkst wohl noch drüber nach, wie du Lee überzeugen kannst, was? Ja, eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich... Würdest du mich im Kampf unterrichten? Was wissen? Eigentlich, nee, ich wollte nichts wissen. Ich wollte einfach nur wissen. Ja doch, ich wollte was wissen. Ach, egal. Ich suche Weizensäcke. Und hab dich aus Versehen angequatscht. Gib mir 2 Weizensäcke. Oh Mann, ey. Also er hat auch keine. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Okay. Ich würde mich ja weniger beschweren, wenn nicht überall Weizensäcke rumstehen würden, die ich nicht looten kann. Also, das ist ja eigentlich die größte Frustration, die das Spiel mitliefert aktuell. Dass überall welche stehen, aber das Spiel sagt, nö, die sind nicht für dich. Und ich auch so wenige Händler finde, die, wo man sagen könnte, ja, da ist es vielleicht das, was ich suche. Hier nochmal Weizensäcke, wieder nicht zum Looten. Ach ja, es ist so traurig, so unglaublich traurig. Auf geht's nach Faring. Wir können noch einmal hier unten in die Höhle gucken. Auch wenn ich nicht glaube, dass hier irgendeiner Weizensäcke verkauft. Ich glaube, hier war nur ein Lehrer, oder? Ja, für Magie, genau. Da stehen auch nochmal Weizensäcke rum. Siehe an, aber nö, nicht zu looten. Obwohl, ich weiß ja gar nicht, ob es Weizensäcke sind. Es können ja auch normale Säcke sein. Ohne Weizen drin, deswegen wird es mir nicht angeboten. Wäre sogar RP-technisch eine logische Erklärung. Aber, ach ja. Ah.
Da stehen nochmal Weizensäcke. Leider nein, leider auch nicht. Ja, auf geht's wie gesagt nach Faring, gucken wir, ob wir dort vielleicht bei irgendeinem Vendor unser ganze Scheiße gelassen haben und haben dort zufällig Weizensäcke hinverkauft, aus Versehen. Wenn es dann da nicht ist, dann wird es auch langsam mal mau. Also zumindest mangelt es mir dann definitiv an einer sinnvoll guten Idee, wo ich noch suchen soll. Das ist eigentlich das Problem. Wir könnten dann nochmal in Ruhe bei Adea vorbeigucken. Aber bin ich ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich in Adea Weizensäcke finden werde. Das ist wieder so, ja, ich renne da hin und habe in meinem Kopf dort schon alles abgesucht und werde da auch keine finden. Und so ist es jetzt auch hier in Faring. Ich bin der Meinung, ich war hier schon überall. Auch bei jedem Vendor. Und glaube auch, dass ich hier keine Weizensäcke finden werde. Also ich könnte jetzt ganz massiv unerwartet überrascht werden. Aber in 90% der Fälle würde ich sagen, ich werde hier keine finden. Ich brauche den richtigen Schlüssel. Ja, war klar. Hier sind auch keine, wie ihr seht. Ach ja. So, fangen wir an, hier alle Vendoren abzusuchen. Ich glaube ja, ich habe bei irgendeinem hier auch alles verkauft. Auch wenn ich mir da nicht sicher bin bei dieser Aussage, aber ich glaube es. Aber sieht mir tatsächlich gar nicht danach aus. Und es hat auch niemand Weizensäcke. Keiner von denen. Was ich ja eigentlich, wenn dann... Wenn ich alles verkauft hätte, hätte ich ja zumindest einen übelsten Schwall an Scheiße da erwartet, aber es gibt niemanden, den ich hier sehe, der einfach mal einen übelsten Schwall an Scheiße besitzt. Die Ware hält sich überall ziemlich in normalen Gefilden. Bist du auch noch ein Händler? Ja, bist du sogar tatsächlich. Aber auch du hast keine Weizensäcke. So rumstehen sehen habe ich keine. Gucken könnte ich noch hier hinten. Weil ich das hier als unwahrscheinlich erachte, das sieht eher aus wie ein Friedhof, auch wenn das... Ah, ich bin mir nicht sicher, ob das hier ein Friedhof sein soll. Oder ob das ein... Baumstümpfe sind, aber es sieht mir eher nach einem Friedhof aus. Tatsächlich eher das. Eigentlich eine geile Ecke für einen Friedhof. So einem Wasserfall. Aber halt, ja, etwas klein. Man muss immer sagen, wenn es um das Thema Friedhof geht und Größe eines Friedhofs, dass in meinem Kopf sich immer die Frage stellt, wenn man sich jetzt eine Urne anguckt, wo die Asche von den Menschen drin ist. Und da die Urne wird in die Erde gestampft und dann nochmal bla, ne? Also beerdigt die Urne halt. Und dann schaut man sich an, wie wenig Asche das ist. Ich glaube ja bis heute, dass das nicht die gesamte Asche von einem Menschen ist, sondern dass das... wo geht's hier oben eigentlich hin? Ich glaube, ich war noch nicht hier oben. Sondern dass das weniger ist. Und die Hälfte der Asche fehlt. Das ist zwar nur so eine vage Vermutung, aber das glaube ich bis heute. Ich war noch nicht hier oben. Ist mal ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wo ich bin und ich weiß nicht, ob ich hier klauen darf. Aber
Warte, wir müssen mal den Weg nach oben finden. Hier lang. Da. So. So. Hier geht's rüber. Da drüben ist der erste Gargoyle direkt. Meine Gargoyles sind jetzt mit der Rüstung und der Waffe kein Thema. Da kann ich mal kurz ein bisschen reinschnetzeln. Aber ich bin tatsächlich einfach nur überrascht, dass ich hier gerade so eine unentdeckte Ecke im Spiel finde. Oh, guck mal, eine Notiz, die da rumliegt oder sowas. Ist das eine Notiz? Ich habe keine Ahnung. Das ist der erste aussehende Notiz, aber es ist nur ein Stein. Na gut, was ist das hier? Morgenstern. Da. Ein klassischer Morgenstern, gleichermaßen effektiv gegen Rüstung und Knochen. Ja. Na gut, dann ist ja hier gar nichts so Besonderes. Aber hier war ich, wie gesagt, noch nicht. Und auch wieder eine geile Ecke. Ne, hier könnte man sich noch in den Felsen reinhauen und verstecken. Also ich bleibe wie beim letzten Mal dabei. Ich finde einfach, dass Faring die geilste Stadt ist. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Faring ist und bleibt eine geile Stadt. Hier steht nichts Neues. Wenn ich mir eine Stadt aussuchen müsste zum Wohnen, dann wäre es Faring. Einfach nur, weil ich mich hier so sicher fühlen würde. Auch wenn die Sicherheit trügt, weil man an eine sehr hohe Mauer dran gebaut hat. Wand, Felswand, wovon oben sich immer noch Gegner abseilen könnten. Aber das ist ja egal. Also von da oben könnten halt immer Gegner kommen. Ich weiß ja nicht, wie man da hochkommt, doch weiß ich. Aber ja, ne? Ich will jetzt hier auch gerade mal nicht die Kisten alle plündern, weil ich jetzt gerade nicht weiß, ob nicht doch ganz zufällig jemanden hier diese Kisten gehören, der mir einfach nur gerade mal nicht sein Gesicht zeigt. Ich glaube ja sogar fast, wenn ich mir das hier so angucke, Faring war im Hauptspiel noch eine viel geilere Stadt. Warum war ich nicht in Faring? War, glaube ich, nur Ork City und ich hatte keinen Bock, die zu besiegen oder sowas. Entdecke ich hier noch eine Höhle. Wo ich zwar auch nicht glaube, dass ich Weizensäcke finde. Nee. Wir hatten mal eine Quest, dass wir in irgendeine Minecrawler-Höhle sollten. Vielleicht ist sie das ja. Muss mich mal heilen hier. Also, muss auch mal ein bisschen aufpassen manchmal. Also auch so leicht und gut meine Rüstung ist, ne? Ich neige dazu, leichtsinnig zu kämpfen. Und auch mal ein bisschen das Brain in Ruhe zu lassen. Wie euch vielleicht... Wann bleiben die denn an mir hängen? Vielleicht auch schon aufgefallen ist. Noch mehr? Vermutlich. Na gut, komm, mach mal die Höhle einfach. Scheiß drauf. Auch diese Höhle wird ein Ende haben. Und Minecrawler zu töten ist jetzt keine ernsthafte Herausforderung, wovor ich mich jetzt lange fürchte. Vielleicht ein wenig, aber ja, so. Ich meine, das waren gerade drei Minecrawler, die wir einfach mal so nebenbei weggeschnetzelt haben, ne? Also ja, easy, ne? Easy. So, mehr ist ja auch schon gar nicht. Dann können wir hier noch in Ruhe alles looten. Auch wenn es hier keine Weizensäcke gab. Aber man soll sich über alles freuen, was man findet. Nicht wirklich, aber gut. Also es war halt so einfach, ja, eine schicke kleine Höhle. Ja, war jetzt auch nicht schlimm, aber so einen richtigen
tiefen Sinn hat es nicht gehabt. Wir hatten mal hier irgendeine Quest, wo ich in irgendeine Minecrawler-Höhle sollte. Ja, weiß gerade nicht welche. Gut, wir gehen mal in die nächste Folge. Ich glaube, ich hau mich pennen. Lasst noch einen Daumen nach oben, dann hilft mich. Schreibt mir Feedback, ich freue mich über jeden Scheiß. Und sag wie immer zum Schluss. Tschö mit Ö. Und hier noch der Beweis, wie spät es ist. Meine Güte, da. Tschö mit Ö.